So ein glattes Anti-Fouling auf dem Unterwasserschiff dürfte jedem Eigner ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dass es aber am Rumpf auch ganz anders aussehen kann, kennt wohl so ziemlich jeder Segler aus eigener, leidvoller Erfahrung. Um herauszufinden, wie man altes Anti-Fouling am besten entfernt, sind wir zu Comfort Yachts nach Schleswig an der Schlei gefahren. Denn hier steht das passende Objekt, an dem wir ein bisschen herumprobieren dürfen. Bei der in die Jahre gekommenen RJ85 ist schon mit der Überarbeitung des Unterwasserschiffs begonnen worden. Doch wie kann man überhaupt wissen, ob das alte Anti-Fouling runter muss? Bootsbaumeister Jean-Pierre Martius kennt die Antwort. Bei unserem Boot haben wir schon so einen hohen Schichtaufbau von Anti-Fouling, dass es überall anfängt abzublättern. Das sieht man hier gut an diesen gerissenen Stellen, wo das Anti-Fouling anfängt zu reißen. Ganz gut kann man das auch mit einem Spachtel kontrollieren. Und wenn man hier einfach mal runterfährt, dann kriegt man das ganz gut runter. Damit kann man große Placken vom Unterwasserschiff lösen. Ja, der Anstrich löst sich in seine Bestandteile auf. Es ist zwingend erforderlich, einen Neuaufbau zu machen. Um schon mal zu schauen, um was für ein Anti-Fouling sich es handelt, kann man sehr gut einen feuchten Lappen nehmen, einmal über die Oberfläche wischen. Färbt das Produkt sehr stark ab, handelt es sich in den meisten Fällen um ein polierendes Anti-Fouling. Doch ganz gleich, ob polierend oder hart, das Anti-Fouling muss weg. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: abbeizen, kratzen oder schleifen. Zum Abbeizen verwenden wir unser Produkt Interstripper F. Das ist ein spezielles Produkt zum Abbeizen von Anti-Foulings. Dieses wird jetzt mit einem Quast auf die Oberfläche aufgetragen in einem Bereich von 1 bis 2 Metern. Interstripper F lässt man ca. 10-15 Minuten einwirken. Man sollte auf jeden Fall vermeiden, das Produkt eintrocknen zu lassen, ansonsten kann man es nur noch schwer entfernen. Um die Wirkung des Produktes deutlich zu verstärken, legen wir nach dem Auftrag des Produktes nochmal eine Folie oben auf Interstripper F auf. Dadurch können wir die Lösemittel einschließen, sodass sie zum Anti-Fouling hinwandern und nicht nach außen abweichen. Um eine gute Wirkung des Produktes zu erzielen, sollte die Oberfläche auf jeden Fall trocken sein und eine gewisse Temperatur haben, damit die Lösemittel schön arbeiten können. Wichtig bei der Arbeit mit dem lösemittelhaltigen Abbeizer ist ein entsprechender Gesundheitsschutz. Eine normale Staubmaske aber ist hier nicht nur wirkungslos, sondern sogar kontraproduktiv. Dadurch, dass wir durch die Staubmaske auch schwerer atmen, die aber die Lösemittel durchlässt, atmen wir die Lösemittel tiefer ein. Von daher ist es ganz wichtig, hier einen entsprechenden Gasfilter zu verwenden, der auch für die Verarbeitung von Lösemitteln geeignet ist. In diesem Fall haben wir hier eine Kombination aus einem A2-P3-Filter mit einem vorgesetzten Partikelfilter. Mit passenden Handschuhen und Schutzbrille kann dann der Abbeizer aufgetragen werden, und zwar großzügig. Dann kommt die Folie zum Einsatz. Interstripper F ist für GFK, Aluminium, Holz und Stahl geeignet. Wichtig, immer nur 1 bis 2 Meter zur Zeit bearbeiten. Nach frühestens 10 Minuten kann man mit einem normalen Spachtel testen, ob der Abbeizer schon gewirkt hat. Ja, hier sieht man gut, dass man relativ viel von dem Anti-Fouling abholt, dass wir jetzt hier schon auf der Grundierung sind, weil direkt danach kommt schon das Kielcoat zum Vorschein. Und damit ist ein Arbeitsgang ausreichend bei diesem Boot mit dem Abbeizer. In diesem Fall ließ sich das Anti-Fouling gut und ohne großen Kraftaufwand entfernen. Nachteil, man arbeitet mit Chemikalien, deren Reste fachgerecht entsorgt werden müssen. Eine weitere Möglichkeit, das Anti-Fouling runterzunehmen, ist die Verwendung einer Ziehklinge.
Bei der Verwendung selber sollte man darauf achten, dass man diese Klinge immer gerade auflegt und nicht verkantet, um nicht und keine tiefen Riefen in das Gelcoat mit reinzuhauen. Der größere Krafteinsatz bei dieser mechanischen Methode ist offensichtlich. Und wen das unangenehme Geräusch stört, der sollte lieber mit Ohrenschutz arbeiten. Durch die aufgewendete Kraft der Ziehklinge kann man sehr gut den Span und die Abnahme der Beschichtung kontrollieren. Auffällig ist, mit dem Scraper nimmt man auch gleich Teile der roten Grundierung mit weg, sodass stellenweise schon das Gelcoat zu sehen ist. Wer dann noch über so einen Staubsauger verfügt, kann ihn am Scraper anschließen und so den Staub gleich wegsaugen, anstatt ihn später vom Boden entfernen zu müssen. Eine weitere Möglichkeit, das Anti-Fouling zu entfernen, ist das Schleifen mit einem Schleifgerät, mit einem Exzenterschleifer. Beim Schleifvorgang ist eine gewisse Wärmeentwicklung vorhanden, wodurch das Schleifpapier sehr, sehr schnell zuklebt und ein Schleifen dann nicht mehr möglich ist. Auch hier gilt wieder, Gesundheitsschutz hat oberste Priorität, speziell bei Arbeiten mit Maschinen, Gehörschutz, wie auch Handschuhe und entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Neben dem passenden Schleifgerät ist auch eine entsprechende Absaugung notwendig, die da ein Filtersystem beinhaltet, damit der Staub auch, der abgesaugt wird an der Maschine, im Staubsauger verbleibt. Die Maschine sollte hier flächig aufliegen, um keine Riefen und Kanten ins Gelcoat zu schleifen. Doch das Problem des Schleifens wird schnell deutlich. Trotz der guten Absaugung setzt sich das Papier rasch mit Farbe zu. Diese Art der Anti-Fouling-Entfernung ist also nur bedingt zu empfehlen. Um alte, härtere Grundierungen loszuwerden, kann man aber gut mit der Maschine arbeiten. Mit allen drei Methoden kommt man irgendwann ans Ziel oder vielmehr ans nackte Gelcoat. Welche man letztendlich wählt und welche am besten funktioniert, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ein Tipp: einfach ausprobieren. Und in der nächsten Folge zeigt der Profi, wie das vom Anti-Fouling befreite Unterwasserschiff neu aufgebaut wird und wie kleine Stellen im ansonsten noch guten Anstrich ausgebessert werden können.